Herzlich willkommen zum Screencast zum Thema Kriterien guter Lehrvideos. Ich werde zunächst einen Überblick geben über das, was in diesem Screencast zuvor kommt. Zunächst wird es darum gehen, so Hollywood-Ästhetik versus bewusste Gestaltung. Ein weiterer Punkt sind Schritte, die notwendig sind bei der Vorbereitung, beziehungsweise gehe ich auch grundsätzlich darauf ein, wie man sich mit dem Thema Video oder Storytelling auseinandersetzen kann. Dann geht es noch um den Weg von der Vorbereitung bis zum Video und abschließend gebe ich noch Hinweise zur Produktion und Nachbearbeitung. Gut, dann das Erste ist, viele Videos entstehen deswegen nicht, weil Menschen so im Kopf haben, ich muss jetzt einen Hollywood-Schinken produzieren, das ist nicht der Fall. Oft lassen sich Videos sehr einfach, sehr schnell produzieren und grundsätzlich geht es eher so darum, dass ich mir gute Gedanken mache um die bewusste Gestaltung des Videos. Und ein wichtiger Aspekt zu Beginn, Videos können vor allem auch sehr gut entstehen, wenn ich Studierende, Lernende einbeziehe, beziehungsweise wenn Schüler, Schülerinnen oder Lernende selbst Videos produzieren. Der erste Schritt ist, sich andere Lehrvideos anzuschauen und so darauf zu achten, was gefällt mir, was gefällt mir nicht, was spricht mich persönlich an, also welcher Stil entspricht mir, beziehungsweise grundsätzlich sich mit Gestaltungsdynamiken und des Mediums Videos auseinanderzusetzen und mit Prinzipien des Storytellings. Ein hilfreicher Aspekt in dieser Phase ist auch so, sich zu beschäftigen mit Urheberrecht, also das heißt, wo kommen Bilder her, die ich im Rahmen meines Videos verwende, also in diesem Screencast kommen zum Beispiel nur Bilder von Pixabay im Einsatz, also in dem Fall Grafiken, die unter einer Public Domain stehen. Und auch das Thema Persönlichkeitsrecht, also wen darf ich unter welchen Voraussetzungen filmen. Dann der nächste Schritt bei der Erstellung eines Lehrvideos ist die Frage, ja, was sind denn überhaupt die Ziele der Lehrveranstaltung, also was sind Wissen und Kompetenzen der Lernenden, die sie dort erwerben sollen, auch in Bezug auf das Modul im Rahmen dessen diese Lehrveranstaltung ist, beziehungsweise in Bezug auf den Studiengang und das, auf den Beruf, den sie später ergreifen könnten. Davon ausgehend fange ich jetzt an, meine Lehrveranstaltung zu konzipieren, also wann mache ich was, beziehungsweise wann machen Studierende was. Dazu gehören natürlich auch die selbstorganisierten Lernzeiten. Daraufhin entscheide ich mich für welche Methoden und wann ich die online oder in der Präsenzphase einsetze. Also das heißt auch, welche Themen bereite ich mit was auf. Oder wo kommen dann Studierende selber im Einsatz? Und daraufhin baue ich meine Entscheidung auf, welche Videos setze ich überhaupt ein und gehe auch in die Recherche, gibt es dazu schon Videos oder produziere ich selber welche? Gut. Dann der nächste Aspekt ist ein ganz ein wichtiger. Parallel zu diesen Überlegungen bzw. darauf aufbauend erarbeite ich ein Treatment bzw. ein Storyboard oder auch ein Drehbuch. Treatment bedeutet, das ist ein kurzer Überblick über das, was in diesem Film so passieren wird, wobei ich mir auch Gedanken dazu machen könnte, wo produziere ich dieses Video überhaupt und in welchem Zeitplan. Ein weiterer Schritt kann sein ein Storyboard, also das heißt, es ist eine Skizze, wie schauen verschiedene Szenen dieses Films aus, dieses Videos. Und wenn ich es sehr gut und sehr intensiv vorbereiten will, mache ich auch ein Drehbuch. Also das heißt, ich transkribiere alles im Vorhinein von dem, was in diesem Film passiert und überlege auch ganz genau nochmal den Drehplan. Egal, was ich tue, wie weit ich dabei gehe, ist wichtig daran zu denken, schon im Vorhinein, wie strukturiere ich das Video, also setze ich zum Beispiel Inserts dazwischen ein. Der nächste Aspekt ist, dass ich mir auch schon im Rahmen von Erstellung von Treatment und Drehbuch überlege, ja, welche Aufgaben bzw. Assessments sind mit diesem Video verbunden. Also das bedeutet, dass ich mir zum Beispiel überlege, okay, Studierende, Lernende schauen sich ein Video an und daraufhin setzen sie zum Beispiel eine Rechercheaufgabe um oder füllen ein Worksheet aus oder machen einen Multiple-Choice-Test.
oder beginnen selber etwas zu recherchieren, oder ich gebe ihnen auch die Aufgabe, sucht nach ähnlichen Videos, nach Videos, die den Inhalten, die ich gezeigt habe, widersprechen, die sie ergänzen, oder auch macht selber ein Video. Und das alles überlege ich mir ja, wie viel Zeit wird denn das kosten und wie steht es in Relation zum Workload der Studierenden. Der nächste Schritt ist dann eben die Produktion, die Umsetzung meines Drehbuchs, meines Treatments, meines Storyboards. Dabei kann und soll ich auf bestimmte Kriterien der Ästhetik achten, also zum Beispiel, dass ich auf den Hintergrund achte, der hinter mir ist, oder wie ich Kameraführung bewusst einsetze, dass ich darauf achte, ja, wie schaut denn die Dramaturgie des Films aus, wo kommen da Höhen und Tiefen des Tempos hinein, woran ich auch schon denken kann in der Produktion oder auch schon bei der Erstellung des Drehbuchs ist, wo setze ich dann in der Nachbearbeitung vielleicht Sprungmarken ein, also das heißt vor allem beim längeren Video kann ich das auf YouTube setzen, damit Studierende schneller zu bestimmten Kapiteln des Films kommen. Und zu guter Letzt ist es auch noch hilfreich, sich dem Film jemanden Außenstehenden zu zeigen und diese Person zu fragen, ja, wie erlebst du das, kommen die Botschaften rüber, die ich geplant habe. Ja, dann schaue ich mir das Material an, was entstanden ist, bearbeite es, entferne Längen. Ich könnte an der Stelle auch nochmal Videozitate, die von außen kommen, integrieren. Und wie gesagt, auch dann dieses Endergebnis kann ich nochmal einen Außenstehenden anschauen lassen. Gut, dann zu guter Letzt noch zwei Hinweise. Es gibt auf der Webseite von Skill, also das heißt der Abteilung für Hochschuldidaktik an der Fachhochschule St. Pölten, noch weitere Hinweise zur Erstellung von Lehrvideos, inklusive auch einem Dokument mit weiterführenden Hinweisen. Und dann habe ich auch noch ein Word-Dokument im Rahmen von einem Google Doc erstellt, wo es Hinweise zum Thema Struktur von Geschichten gibt. Gut, dann bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit und wünsche ein fröhliches Filmschaffen.